Hallo zusammen, ich bin Wolf Fuß und neben mir sitzt heute der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und ich bin wirklich gespannt auf die heutige Partie. Da die Einblendung, so will der... Da kommt der Schuss! Gehalten von Lev Yashin. De Bruyne jetzt am Ball. Matthäus. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Ecke kommt rein. Jetzt der Schuss. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Hazard. Jordi Alba jetzt am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. De Bruyne am Ball. Schuss von Ronaldo. Und Kevin De Bruyne. Maradona. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ronaldo. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Eden Hazard jetzt. Und da verlieren sie den Ball. De Bruyne am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt hat er den Ball. Matthäus am Ball. Unser Lot. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Mbappé. Den Ball hält er gut. Jetzt wird's Ecke geben. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Könnte was werden. Klasse gehalten. Da können sie erstmal klären. Matthäus, er versucht mit dem Schuss. Außenpfosten. Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schöner Pass. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt De Bruyne. Fängt diesen Ball ab. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Weg ist der Ball. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Guter Pass. De Bruyne, das muss es doch sein. Matthäus am Ball. Diego Maradona. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Mbappé. Tolle Parade.
Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Klasse Technik. Maradona. Ronaldo. Hazard. Und da ist der Ball wieder weg. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Wird das seine Torchance? Klasse Aktion. Ball ist weg. Mara, da kommt der Schuss. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Ball wieder bei Yashin. Trippier. Matthäus. Maradona. Ronaldo. Diego Maradona. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun Marcelo. Pelé versucht's. Einfacher Ball für Courtois. Da ist er natürlich da, aber trotzdem gut aufgepasst. Das war einfach. Und er hat den Ball. De Bruyne am Ball. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Hazard. Mbappé. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Lothar Matthäus. Da gibt er zurecht. Freistoß. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil. Jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Und jetzt De Bruyne. Super dazwischen gegangen. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Matthäus. Maradona. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Diego Maradona. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das könnte der. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit Entscheidung. So, zweiter Durchgang läuft in diesem Vorrundenspiel bei der WM 2018. Spieltag Nummer 1. Weiter geht's. Bislang eine sehr ansehnliche Partie, kann gern so weitergehen. Blanc mit dem Ball. Trippier. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Kanté. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und Ronaldo geht dazwischen. Mbappé. Er pariert. Die Chance zum Tor. Abgefangen.
Fahne oben. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Eden Hazard. Er geht weite Wege. Das sieht vielversprechend aus. Kylian Mbappé und Maradona. Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Maradona. Defensiv machen sie es gut. Diego Maradona. Und Ronaldo. De Bruyne. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Flanke kommt weit. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Umtiti. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nun De Bruyne. Kommt jetzt die Flanke? Wird das was? Hazard. Nun Jordi Alba. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Da geht er dazwischen. Conte. Pelé. De Bruyne am Ball. Jetzt ist er auf und davon. Maradona. Da zieht er ab. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Maradona. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Ein guter Doppelpass. Eden Hazard. Gutes Technik. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So langsam wird es gefährlich. Lothar Matthäus. Gute Aktion. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Mbappé. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Zuspiel. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. 2:1, hier ist noch alles drin. Cristiano Ronaldo. Conte. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Mbappé. Flanke für Cristiano Ronaldo. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Trippier. Conte. Das könnte gefährlich werden.
und Marcelo. Und nun Ronaldo. Klasse Pass. Gute Parade. Das gibt einen Einwurf. Matthäus. Griezmann am Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Hazard. Da müssen sie aufpassen jetzt. Trippier. Ronaldo. Hazard! Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Und da ist der Ball wieder weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und er schießt. Wirklich eng, guter Schuss. Und Eden Hazard. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Hazard spielt ihn. Das könnte es sein. Chance lebt noch. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Griezmann. Wird's jetzt gefährlich. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Griezmann. Ball wieder bei Hazard. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Vielleicht die Chance jetzt. Und er hat den Ball. Hazard. Conte. Und da ist es vorbei. Der Ball kam gut, aber erst.
your country, raise your flag. Und damit legen wir hier los. Und ich bin wirklich gespannt. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft. Für beide wird es jetzt auch darum gehen, schnell in die Partie zu finden. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die Mitspieler bieten sich an. Diego Maradona. Wähler am Ball. Ronaldinho. Die Defensive steht. De Bruyne jetzt am Ball. Conte. Pelé im Ballbesitz. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Pelé. Macht er ihn. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Gute Aktion, da ist die Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball ist drin. Unglaublich abgezockt ist er vor dem Tor. Und das war ja nicht irgendein Treffer, sein 100. für den Club. Es kann also losgehen. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel bei dieser Fußball-WM 2018 in Russland. Hier herrscht eine unglaubliche Stimmung. Die Fans freuen sich auf diese Partie. Wir natürlich auch. Und ich bin sicher, Ihnen zu Hause geht das nicht anders. Da geht die Post ab heute. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel... Das sieht gut aus. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf... dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Gut gesehen, das war abseits. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Kurze Flanke jetzt. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Pelé hat den Ball. Pelé wurde als einziger Spieler weltweit
dreimal Weltmeister. Das ist ein Rekord, der bis heute ungebrochen ist. Ja, und er nahm ja insgesamt sogar an 4 Weltmeisterschaften teil, aber 1966 wurde er von den Gegnern... Er setzt sich durch und jetzt klasse! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Oh, macht er den abgezockt, Fuji. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Eden Hazard. Jetzt wird's gefährlich. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Gary Lineker. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Was für ein Tor! Ein überragender Schuss, da hat alles gepasst. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Spielt den Ball direkt zurück. Pelé. Chance lebt noch. Und er schießt. Wenn er hier trifft, liegen sie vorne. Aber er macht ihn nicht rein. Der war nicht gut abgeschlossen. Ronaldo. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Defensive steht. Am Ball Gary Lineker. Und Lineker. Schuss von Lehmer. Der ist noch heiß. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ivan Rakitic. Einwurf jetzt. Matthäus am Ball. Hazard. Hazard! Noch ist die Chance da. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Hazard, jetzt vielleicht. Und Hazard! Das, den hält er super. Über die Torauslinie, Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Gutes Zuspiel. Und jetzt der Schuss. Das ist noch gefährlich. Diego Maradona. Super dazwischen gegangen. Mbappé. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Eden Hazard. Matthäus. Und hier sehen wir einen der verdientesten und am besten verdienenden deutschen Nationalspieler überhaupt. Wer erinnert sich nicht an Lothar Matthäus bei der WM 1990 in Italien? Überragende Auftritte und am Ende der WM-Titel. Rakitic jetzt. Rakitic. Matthäus am Ball. Ronaldo. Als Brasilien 2002 Weltmeister wurde, da ragte ein Spieler ganz klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Das wäre hier fast die Führung gewesen. Aber eben nur fast. Er bringt den Ball nicht unter. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Foul von Pogba. Conte. Und direkt zurückgespielt. Hazard. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Lothar Matthäus. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. De Bruyne, das muss es doch sein. So, die Führung. Herr Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Die Chance nutzt Kevin De Bruyne. Überragende Qualität in der Offensive. So kann er jeder Mannschaft helfen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Pelé hat den Ball. Diego Maradona.
Jetzt müssen sie aufpassen. Pogba. Rakitic. Und das ist der Ballverlust. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Gary Lineker. Rakitic. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Es gibt Ecke. Varane. Sicher gehalten den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Eden Hazard. Neymar. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Neymar jetzt. Wird es jetzt gefährlich. Gut verteidigt hier. Zur Pause ist hier noch... Zweiter Durchgang läuft in diesem Vorrundenspiel bei der WM 2018. Spieltag Nummer 1. Weiter geht's. Bislang eine sehr ansehnliche Partie, kann gern so weitergehen. Er spielt den Pass zurück. Ronaldo. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Ecke jetzt also. Und vielleicht die Chance auf den Treffer. Jetzt der Eckball. Pelé. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Super aufgelegt per Ecke und ein guter Abschluss. 3:2 also. Da ist alles drin. Nun Lineker. Diego Maradona. Hazard. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Super dazwischen gegangen. Pass von Rakitic. Klasse gemacht. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle... Rakitic. Souverän gemacht vom Torwart. Schöne Aktion. Achtung jetzt. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. De Bruyne hält hier. Courtois ist da. Super aufgepasst. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Ecke kommt. Das könnte die Chance werden. Klasse Zuspiel. Das sieht gut aus. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Rakitic jetzt. Fängt diesen Ball ab. Und direkt zurückgespielt. Jetzt müssen sie aufpassen. Eckball. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Laurent Blanc. Neymar. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und Kevin De Bruyne.
Toller Pass. Guter Steilpass. Er schießt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Und das ist der Ballverlust. Diego Maradona. Pelé. Ganz starke Aktion. Gute Chance. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt gibt's einen Einwurf. Pogba. Hazard. Und Lineker. Weg ist der Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Der Freistoß, klare Sache. Hazard. Mbappé. Ballverlust. Diego Maradona. Trippier. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. De Bruyne. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nicht reden. Klasse vom Tor. Es gibt Ecke. Kurz ausgeführt. Flanke jetzt. Den hält er super. Trifft er, ja, drin, Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Jetzt eben Hazard. Das könnte eine Gelegenheit werden. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Hazard. Neymar, ja. Jetzt ist er auf und davon. Neymar! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Kevin De Bruyne. Er schießt. Der Ball ist drin. Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. Gebrauchter Tag, oder Buschi? Kann man so sagen. Er fischt den Ball nicht zum ersten Mal aus dem Netz heute. Das kennen wir besser von ihm. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ronaldinho. Hazard am Ball. Den Ball kann er abfangen. Kylian Mbappé Lothar. Lothar Matthäus. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft. Da kommt der Pass. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. De Bruyne. Ball kommt rein. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Pogba am Ball. Eine Minute noch. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Und Kevin De Bruyne. Ballverlust.
Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Nun Hazard. So, das ist der Kopfball, aber nicht. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind ihre Gastgeber heute im Nischni Nowgorod Stadion. Liebe Zuschauer, wird heute hoffentlich ein spannendes Spiel erwartet. Ach, ich glaube schon, Wolf. Geht ja eigentlich gar nicht anders. Bei diesen beiden Mannschaften, ich bin auf dieses Spiel gespannt. Und damit gehen wir rein in dieses WM-Spiel. Gruppenphase, dritte Runde. Wir freuen uns auf die Partie. Und die Fans hier in Russland natürlich auch. Eine prächtige Stimmung hier im Stadion. Unglaublich, was los ist. Also wenn das Spiel das hält, was sich eigentlich alle davon versprechen, dann wird es ein Fest. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. De Bruyne am Ball. Das könnte gefährlich werden. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Und nun Pogba. Groß. Kane. Timo Werner. Und das ist der Ballverlust. Timo Werner. Da trennt er ihn fair vom Ball.
Ronaldo. Schöne Aktion. Jetzt vielleicht. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Boateng. Nun Neymar. Das könnte die Chance werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Conte. Maradona. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Ronaldo. Ganz energisch. Kevin De Bruyne. De Bruyne, das muss es doch sein. Super Einsatz vom Torhüter. Abgefangen, gut gemacht. Dybala. Neymar. Jetzt müssen sie aufpassen. Tolles Zuspiel. Ball bei Kane. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Könnte jetzt was werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da gehen sie nochmal dazwischen. Glück gehabt. Die Chance wäre gut gewesen. Gibt Einwurf. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil. Jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Sie versuchen das klasse Zuspiel. Klasse gemacht. Vielleicht geht was über die Bräune. Schön geklärt von Boateng. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. De Bruyne jetzt am Ball. Jetzt schießt er. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das war einfach. Und er hat den Ball. De Bruyne. Maradona. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Neymar. Matthäus am Ball. Maradona. Jetzt könnte es gefährlich werden. Maradona. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Und Eckstoß. So, Ecke kommt. Szene geht weiter. Und er schießt. Ecke kommt. Können Sie jetzt klären? Jetzt sind Sie am Ball. Marcelo am Ball. Wird das eine Torchance? Ronaldo. Und jetzt die Chance. Maradona. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Boateng. Jetzt Neymar. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Dybala. Das könnte gefährlich werden. Keine gute Idee, es hier mit der Hacke zu versuchen. Da trennt er ihn fair vom Ball.
unaufhaltsam, Dybala. Der Ball ist weg, Abstoß. Wird's jetzt gefährlich. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ball gibt das den Anschluss. Das Tor durch Willian. ...2-1, hier ist noch alles drin. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Und nun Marcelo am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Marcelo jetzt. Da geht er dazwischen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Pelé hat ihn. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da holt er den Ball zurück. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir... Unparteiische pfeift das Spiel wieder an. Pause ist zu Ende. Weiter geht's hier mit Hälfte 2. In diesem dritten WM-Vorrundenspiel bislang eine sehr interessante Partie. Guter Fußball vor allem. Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ronaldinho. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Immer noch diese Szene. Und Willian. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, Flanke kommt. Der Ball wurde weggefaustet. Schöner Pass. Jetzt vielleicht. Ronaldinho. Und Eckstoß. Da kommt die Ecke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Trippier. Kevin De Bruyne. Gute Chance. Das ist noch gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Schießt er ihn rein. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Klasse Aktion von Piqué. Lothar Matthäus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Macht das ganz sicher. Blanc mit dem Ball. Conte. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Trippier. Diego Maradona. Kommt jetzt die Flanke. Ronaldo. Noch ist die Chance da. Jetzt ist Platz für den Konter.
Antoine Griezmann. Jetzt Willian. Ja, Neymar am langen Pfosten. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Abwehr kann klären. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Willian! Und da klingelt es im Kasten. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Matthäus. Trippier. Jetzt müssen sie aufpassen. Ronaldo. Schuss. Gute Parade. Und jetzt Griezmann. Und nun Willian. Trippier. Ronaldinho. Wird das seine Torchance? Den Ball hat er. Nun Kroos. Da trennt er ihn vom Ball. Conte. Ronaldinho. Guckemar. Und jetzt die Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Abgepfiffen. Das war abseits. Jetzt Neymar am Ball. Willian jetzt am Ball. Piqué am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ronaldo. Ronaldinho. Neymar am Ball. Wird's jetzt gefährlich. Conte. Jetzt kommt der Schuss. Weiter gefährlich. Das war Pech. Das ist abseits. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Er zieht ab. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Willian. Willian mit dem Ball. Abwehr hat aufgepasst. Trippier. Conte. Jetzt könnte es gefährlich werden. Modric führt auf. Ronaldo! Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei.
Da touchiert der Ball noch den Pfosten und dann geht er ins Tor. Knapper geht's kaum, aber unterstellen wir ihm mal, dass er das genauso wollte. 3:2 also. Da ist alles drin. Und Willian. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schön, Willian. Und er gewinnt den Zweikampf. Nun Ronaldo. Da wäre Platz für den Konter. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Ball bei Marcelo. Jetzt wird's gefährlich. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Wird's hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Der Ball, da hat der Torwart keine großen Probleme. Eine Minute noch. Kanté, das sieht gefährlich aus. Jetzt ist es vorbei. Der Schiri pfeift ab. Tolles Spiel, das wir heute gesehen haben, oder Buschi? Ja, finde ich auch. Toller Angriffsfußball, den sie uns geboten haben. Das würde ich mir häufiger wünschen. Colors.